Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu KuchenTV Uncut. Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Macht Sinn, weil es ja ein Reaction-Kanal. Heute auf Mustard mal wieder, der schon sehr, sehr lange nicht mehr am Start gewesen ist auf diesem Kanal. Das muss doch Fake sein. KuchenTV beendet den Beef mit ABK. Aber das Aber lässt uns jetzt natürlich, weiß ich nicht, erzittern. Keine Ahnung, wie Freunde, kommt wenn rein. man denkt, das Jahr 2021 ist doch schon fast vorbei, es würde nichts mehr passieren, was mich jetzt noch überraschen könnte, dann kommt KuchenTV. Er hat nämlich ein Video hochgeladen mit dem Titel "Der Beef mit ABK ist für mich zu Ende". Was suggeriert das? Er beendet den Beef mit ABK. Gut analysiert. Das heißt, nachdem er wirklich die letzten paar Wochen eine Scheißentscheidung nach der anderen getroffen hat und auch somit sehr, sehr viele aus seiner eigenen Community oder auch Leute wie mich, die sehr gerne seine Videos geguckt haben, quasi damit vergraulte, ich meine ja, wir haben alle jetzt ein komplett anderes Bild von ihm, scheint er diesmal wirklich die richtige Entscheidung zu treffen. Und Puh. das kurz vor Digga, wenigstens eine richtige Entscheidung noch am Ende getroffen, Ende Alter. des Jahres. Und an für sich ist sowas ja auch lobenswert, denn Frieden ist immer besser als Krieg. Alle sagen, Imp sieht obdachlos aus, aber wie sieht der Mastak aus? Ich finde, Mastak sieht eher aus wie so ein türkischer Jesus. Bevor ich jetzt hier viel zu vorschnell urteile, gönnen wir uns erst. Zumindest auf dem Thumbnail. Auf dem Bild hier sieht so, würde ich sagen, so Schmied. Safe so ein Schmied, Digga. Hundertprozentig, Alter. Junge, der haut die Schwerter raus, das glaubst du gar nicht. Mal die 11 Minuten, hören uns an, was er da zu sagen hat, was im Endeffekt für ihn der Auslöser des Ganzen ist. Wir gehen auf neutralen, entspannten, zurücklehnenden Hasen an das Ganze ran. Let's go. Yo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Kuchengeschmack. Ach ja, übrigens, sieht, dass sich die Leute wundern. Ich habe ja auch gesagt, dass ich jetzt öfter mal so rumlaufe mit Hemd und so weiter. Das Ding ist, wir haben die Sachen, also ich muss mir auch erstmal Sachen kaufen, habe ich auch gemacht. Die waren alle bis heute nicht trocken. Ich musste sogar einen Tag lang, ja, das haue ich jetzt einfach mal raus, auch wenn es ekelhaft ist, die gleiche Unterhose tragen, weil wir mit der Wäsche irgendwie nicht hinterhergekommen sind. Ich sage extra wir, nicht Gina. Ja, es ist wirklich, es ist schwierig, meine Freunde. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Naja, deswegen trage ich jetzt halt noch sowas. Aber ich habe heute aber eine frische Unterhose an, alles gut. Ist ein Kuchen, aber sonst hätte es sich nicht gereimt. Ja, ihr könnt es schon am Titel erkennen, meine Freunde. Tatsächlich, Real Talk, der Beef mit ABK ist für mich nun eigentlich offiziell zu Ende. Der Beef mit ABK ist für mich offiziell zu Ende. 2 Tage später. Ja, Leute, dass der Beef mit mir und ABK zu Ende ist, war alles nur ein Prank. Dazu muss man aber sagen, kommt natürlich darauf an, was ABK jetzt noch macht. Wenn er so ein richtig heftiges 80-Minuten-Zerstörungsvideo hochballert, da muss ich natürlich irgendwo nochmal drauf antworten. Aber abgesehen von sowas ist die Sache tatsächlich für mich beendet. Und ich weiß, die ABK-Army-Mitglieder werden jetzt schon in die Kommentare schreiben, Hashtag besiegt. Und ja, muss ich auch einfach mal ganz offen zugeben, ich habe mich in den letzten Wochen einfach mega unsouverän verhalten. Also ich war bei dem Beefight ganz klar vorne und habe mich mit den Aktionen, die ich in letzter Zeit gebracht habe, einfach komplett wieder nach hinten geschossen. Ja, da muss man ihm zustimmen. Er ist schuld an der Misere, in der er sich jetzt gerade befindet, durch seine Aktionen. Ja, und natürlich sieht Ja. es halt jetzt öffentlich wieder so aus, Danke, Mastak, dass du nochmal das wiederholst, was ich gesagt habe. als wenn er mich halt hops genommen hat. Obwohl ja, wie gesagt, er auf die meisten Punkte halt nie eingegangen ist. Aber gut, so ist das Ganze halt. Habe ich einfach Fehler gemacht und muss jetzt halt auch damit leben, dass das halt die öffentliche Meinung ist. Na, du hast eigentlich gesagt, naja, guck mal, das Ding ist halt, man muss sich heutzutage im Internet immer so eine Tür offen halten, weil es immer Leute gibt, die jedes Wort wirklich auf die Goldwaage legen. So, das Ding ist, so sage ich euch ja halt ganz ehrlich, ne, wir wollen ja auch ein bisschen offen hier reden, zum Beispiel bei ABK war es im Grunde eigentlich so, dass wenn er ein Video gemacht hat, habe ich mir immer so gedacht, boah, geil, da antworte ich drauf irgendwie. Und da habe ich eigentlich selber auch keine Lust drauf, weil ich glaube, es ist auch bei meiner Community rumgekommen, dass ich den Typen nicht mag und dass ich auch also viele seiner Aussagen in so Argumentationsvideos halt nicht so gut finde. Und ich glaube, das haben die Leute halt gecheckt, so, ne? Und das war ja auch schon bei dem Unge-Ding so. Ich meine, dass ich ein Video auf das erste Unge-Video zu ihm gemacht habe, okay, das kann man noch verstehen, weil ich hänge da ja ein bisschen mit drin. Aufs zweite Video wollte ich auch antworten, also habe ich auch gemacht. Und aufs dritte Video wollte ich auch antworten, aber dann habe ich irgendwie. Dann hat er irgendwie relativ schnell sein erstes Video dann gegen mich wieder hochgeladen und dann habe ich das in dieses 50-Minuten-Video mit reingenommen. Und ich weiß nicht, das ist halt auch bei keinem anderen so, tatsächlich. Also bei keinem anderen YouTuber habe ich jetzt das Gefühl, wenn der was hochlädt, boah, da mache ich jetzt ein Video zu. Und ich weiß nicht, das ist halt.
Also das finde ich halt selber irgendwann nervig, ne? Aber wie ich schon gesagt habe, klar, wenn jetzt ABK an einer richtig krassen Zerstörung arbeitet, so, natürlich kann ich dann so Vorwürfe nicht einfach so stehen lassen und dann gar nicht drauf antworten. Da sage ich euch, wie es ist, aber wenn jetzt nochmal so ein normales Video gegen mich kommt, so wie er das halt vorher immer gemacht hat, da mache ich halt eine Reaction darauf, dann haben die Leute meine Meinung und dann ist gut. Ja, in diesem Video erkläre ich euch so ein bisschen, warum, wie, was und so weiter. An dieser Stelle möchte ich mich aber auch noch einmal bei ABK wegen diesem Cousin-Witz auf jeden Fall entschuldigen. Die Leute in den Cake News haben ja auch gesagt, ja, es war nicht aufrichtig. So, doch, es war halt eine normale Entschuldigung. Also natürlich tut mir das halt leid. Und das ist auch so ein Grund, warum ich diesen Beef beenden möchte. Ja, aber nicht nur die Leute in den Cake News haben das gesagt. Unter anderem habe ich das auch gesagt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er das nicht ernst meint. Also, dass das quasi eine erzwungene Entschuldigung war. Dazu habe ich euch in meiner letzten Reaktion schon ausführlich alles erläutert und erklärt. Oder warum von meiner Seite aus ich ja, da nee. Eigentlich ein bisschen... Also, keine Ahnung. Möchte. Ja, ich kann es halt irgendwo verstehen. So, das Ding ist, ich habe ja auch gesagt, ich bin halt kein empathischer Mensch so. Mir tut es halt schon leid, dass ich das gesagt habe, auf jeden Fall, weil es einfach auch dumm ist so. Man muss nicht auf so eine untere Stufe gehen, das habe ich überhaupt nicht nötig. Und es ist halt dumm, das zu sagen, aber weiß nicht, ihr könnt mir das ja auch gerne in die Kommentare oder auch hier in den Chat schreiben. Also was soll ich denn machen, außer halt mich hinzustellen und zu sagen, es tut mir leid, dass ich diesen Witz gebracht habe oder diese Aussage getätigt habe. Also ich kann halt noch 10-mal sagen, es tut mir leid, das wollte ich nicht, bla bla bla. Aber im Endeffekt ist ja eine Entschuldigung doch immer weiter eine Entschuldigung, oder nicht? Also das ist halt das, was ich halt, also das würde ich halt gerne einfach verstehen. Also was fordert ihr denn von mir? Wann wäre die Entschuldigung denn aufrichtig? So, ich habe ja gesagt, es tut mir leid und das kann ich halt auch, das kann ich halt zusammengesetzt in 3 Sätzen sagen oder ich kann es halt in 3 Minuten sagen. So, der Inhalt ist ja genau der gleiche, nur weil ich länger drüber rede, finde ich nicht, dass die Entschuldigung da mehr wert ist, ne? Sondern wenn ein Kollege zu mir sagt, ey, es tut mir leid, dann ist das genauso viel wert, als wenn er sich bei mir 10 Minuten lang entschuldigt. Wie gesagt, tut es mir halt einfach leid. Es ist halt unnötig, da irgendwelche Familienmitglieder mit reinzuziehen. Und Unrecht ergibt kein Recht. Also man hätte es einfach besser wissen müssen, dass es halt einfach dumm ist. Leute haben ja auch gesagt, ja, den Witz hast du 2-mal gebracht. Das Ding ist, eigentlich wollte ich den tatsächlich nur so als harten Front im Kuchen Talks haben und war dann in der Reaction so krass getriggert, dass ich so dachte, ja, ich droppe den Witz einfach jetzt schon, weil im Kuchen Talks kommt das ja eh. Ah, okay. Ja, das wusste ich nicht. Ich habe es ja anders gemacht. Ja, vor allem, ich habe das auch eigentlich aus dem Kuchentalks halt rausgeschnitten gehabt, weil ich dann selber auch gemerkt habe, jo, okay, war doch scheiße. Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht haben das Leute nach dem Upload halt gesehen, war der am Anfang drin? Voll viele Leute haben gesagt, er war am Anfang halt, dass er am Anfang drin war, obwohl YouTube mir sogar gezeigt hat, dass der rausgeschnitten ist. Also das Video war auch kürzer als vorher. Sonst hätte ich das gar nicht freigeschaltet. Sonst hätte ich halt gewartet, bis das halt rausgeschnitten war. Das nervt mich auch so krass, weil ich habe das irgendwie, keine Ahnung, einen Tag vorher oder so gemacht und YouTube sagt sich so, wir brauchen noch ein bisschen. Das ist halt mega nervig, weil eigentlich sollte das halt gar nicht drin sein und ich war mir auch sicher, dass der halt nicht mehr drin ist. Deswegen habe ich den ja auch, wie gesagt, halt rausgeschnitten. Das hat leider halt dann länger gedauert, halt noch bitte einfach. Ich hatte vermutet, dass er das in seiner Reaction gesagt hat und sich dann dachte, komm, den bringe ich auch. Bei South Park musste Randy als Entschuldigung den Hintern küssen. Ja, okay, wär lustig eigentlich. Mal in meinem Kuchen Talks. Naja, war dann wohl andersrum. Okay. Und deswegen hatte ich das da drin. Hab's aber dann auch rausgeschnitten gehabt, weil ich mir auch so dachte, ey, es ist einfach nur unnötig so. Und das ist auch so eine Sache, wo ich in den letzten Tagen halt drüber nachgedacht habe, weswegen ich das einfach beenden möchte, weil ich sehe da ehrlich gesagt einfach keinen Sinn mehr drin. So muss ich einfach ganz ehrlich zugeben. Am Anfang zum Beispiel fand ich den Beef halt selber noch unterhaltsam so, weil es ging einfach darum, man hat halt Videos gegeneinander gedroppt, wo jetzt keine privaten Infos drin war, wo es jetzt nicht darum ging, den Ruf des anderen zu zerstören oder ihn zu triggern, ihm zu schaden oder whatever, sondern das Ganze war halt einfach so ein Hin und Her. Das ist ein bisschen unsynchron. Ich meine, ich habe ja schon vor 3 Jahren zum Beispiel auch mal gesagt, jo, ich renne jetzt zum Anwalt. Das war aber alles eher so druckmäßig in einem Video, weil man einfach Druck machen wollte so quasi, dass er vielleicht so ein bisschen Angst hat oder so, dass da irgendwas kommt oder whatever. Hab's aber halt nie gemacht so. Und jetzt wisst ihr ja... Da muss ich aber dazu sagen, ich habe mich irgendwann mal beraten lassen. Ich glaube, wo habe ich mich vor 3 Jahren beraten lassen? Ich weiß gar nicht. Aber ich habe da halt nicht so die Zeit reingesteckt. Ich habe jetzt auf jeden Fall ja auch gesagt, dass ich die Sachen vor 3 Jahren mal gecheckt habe. Aber ja. Rechtlich gegen ihn vor, meine Freundin geht gegen ihn vor und so weiter. Einfach, weil dieser ganze Beef so eskaliert ist und weil es halt nicht mehr darum geht, einfach unterhaltsame Videos zu machen und sich ein bisschen im Argumentieren zu messen, sage ich einfach mal. Sondern vor allem in den letzten Wochen geht es eigentlich nur noch darum, den Ruf des anderen zu zerstören. Vollkommen egal, ob das ABK macht, indem er 4 Jahre alte Streits irgendwie wieder hochholt, weil er weiß, dass da viele Leute drauf einspringen oder ob ich dann irgendwelche toten Verwandten von ihm mit reinziehe. So, das ist halt egal. So, es ging in letzter Zeit eigentlich nur noch darum, sich gegenseitig zu triggern, den Ruf zu zerstören und den anderen zu
so wahrscheinlich irgendwelchen dummen Aktionen zu bringen. Ja, aber du kannst ja trotzdem nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Ja, ist eklig gewesen. Im Endeffekt aber, ich wiederhole es und wiederhole es und wiederhole es. Im Endeffekt war ABK so getriggert, denn du hast gefühlt doppelt so viel Videos gegen ABK gemacht, wie er gegen dich. Er hat sich immer wieder nur verteidigt. Du hast ihn gefrontet, er hat sich verteidigt. Du hast ihn gefrontet, er hat sich mal nicht verteidigt. Du hast ihn nochmal gefrontet, dann hat er sich verteidigt. So kam mir das rüber. Und dann noch die ganzen Kuchen-TV-Uncut-Videos. Ich rede jetzt gerade hier nur vom Hauptkanal. Und dann noch die ganzen Kuchen-TV-Uncut-Videos. Da kam mir auch ohne Ende was von Kuchen-TVs Seite gegen ABK. Ja, ABK gut, ich weiß nicht. Also ja, an sich stimme ich ihm zu, habe ich ja auch schon gesagt, dass ich schon sehr viele Videos gegen ABK gemacht habe. Auch irgendwie bei allem, was er gesagt hat, also so todfeindmäßig einfach quasi so immer, wenn er da immer irgendwas gedroppt hat, dann sofort eine Antwortvideo rauskommt, auch wenn es gar nicht um mich geht. Also ja, da stimme ich ihm halt auf jeden Fall zu. Aber ich weiß nicht, vielleicht, ich sehe das persönlich halt ein bisschen anders, so mit den Kuchen-TV-Uncut-Videos zum Beispiel, weil ich reagiere halt super viel auf alle Videos quasi. Also ich habe halt so mein Repertoire an YouTubern, wie das glaube ich jeder so hat, und ABK ist da halt drin. Und natürlich lade ich auch eine ABK-Reaction hoch. Ich habe auch heute wieder eine ABK-Reaction hochgeladen und fand das Video da auch gut, was er da über die Politik gemacht hat. Genauso habe ich ja auch, mache ich ja auch 1000 Reactions zu Alpha Kevin oder so. Ich finde immer doof, wenn man halt sagt, ja, aber guck mal, du machst halt 10 Videos gegen ihn. Jetzt nur so als Beispiel, jetzt einfach mal so dahergesagt, und 18 Reactions, so, weil ich finde, eine Reaction ist immer noch mal was anderes, als wenn du halt wirklich ein Video machst, wo du dich hinsetzt, wo du ein Skript schreibst, was auch geschnitten wird, als wenn ich mich halt hier hinsetze und halt einfach ein Video gucke, was halt hochgeladen wurde. So, ich finde halt das irgendwie schwierig, dann so aufeinander zu rechnen, weil ich sehe halt einen Unterschied zwischen Reaction und zwischen wirklich so richtig erstelltem Video, sag ich mal, ne, wo man sich dann wirklich so Gedanken macht, was man da halt sagt. Und ja, deswegen kann ich das zwar an sich auf jeden Fall verstehen, habe ich ja auch gesagt, ne, deswegen habe ich da ja auch keinen Bock mehr drauf, aber den kleinen Punkt sehe ich auf jeden Fall anders, ne, dass man dann jetzt sagen kann, ja, du hast ja auch 10 Videos auf Kuchen-TV Uncut gemacht, weiß ich nicht, finde halt im Endeffekt ist es halt eine Reaction einfach so, ne. Kanal, wo er halt sehr, sehr selten Videos droppt. Und verhältnismäßig gesehen, ja, ist der prozentuale Anteil an Videos auf ABKs Kanal, wo es um Kuchen-TV geht, höchstwahrscheinlich höher, wie es bei Kuchen-TV auf dem Kanal ist. Nichtsdestotrotz kam viel, viel mehr von KuchenTVs Seite gegen ABK. Irgendwann ist ihm der Kragen geplatzt, er hat keinen Bock mehr gehabt und hat halt dieses paar Monate alte Video gedroppt, was er nicht droppen wollte. Muss man hier einfach klipp und klar nochmal erwähnen. Das war so eine Art letzter Ausweg für ihn. Und vor allem auch von meiner Seite aus. Ja, ich finde nicht, dass das ein letzter Ausweg war. Der letzte Ausweg wäre das Kaffee und Kuchen gewesen. Danach wäre, glaube ich, auch alles geklärt. Machen zu können, so. Und ich weiß nicht, das ist halt also irgendwann wirklich einfach mega lächerlich. Ich habe ja auch dieses 50-Minuten-Video über ABK hochgeladen gehabt. Warte, hat er jetzt gerade gesagt, wenn der Beef weitergehen würde, wäre es lächerlich, weil erstens von ABKs Seite Videos kommen würden und er müsste dann von seiner Seite aus die Videos abmahnen lassen. Hä? Was ist das für ein Friedensangebot hier? Oder ist das kein Friedensangebot? Er will einfach nur den Beef beenden. Das sollte für mich auch so ein bisschen so diese Naja, diese Musik, die er einblendet, ist auch komisch. Naja, guck mal, das Ding ist, nehmen wir mal an, ABK würde jetzt weiter Videos droppen, sage ich euch halt, wie es ist, das habe ich auch vorher gemacht, gebe ich auch ganz offen zu. Ich schicke die Videos damit an meinen Anwalt und der guckt halt, was man da abmahnen kann. Ja, ist halt einfach so, weil ich halt irgendwann einfach da keine Lust mehr drauf habe, weil es mich halt auch, muss ich auch zugeben, einfach auch nervt, dass er halt auf super viele Punkte halt gar nicht eingeht, halt viel drumrum redet, Sachen falsch darstellt und so weiter und ja, genauso wie er ja quasi auch getriggert ist von mir und deswegen halt immer wieder so komische Sachen rausholt, ob das irgendwelche Islam-Videos sind oder die Pedo-Sache oder die Sache mit meiner Freundin, so. Genauso versuche ich dann halt, oder mein Anwalt halt, Fehler in seinen Videos zu finden. Und ich finde das auch halt nicht schlimm, aber das ist ja, also das ist jetzt ja auch kein Front an ABK, also er darf ja auch weiter Videos machen, so ist es ja nicht. Solange er halt bei der Wahrheit bleibt, kann ich ja auch nichts abmachen. So, wenn er jetzt sagt, sagen wir jetzt einfach mal, weiß ich nicht, KuchenTV trägt da ein blaues Hemd, dann kann ich ihn ja nicht dafür abmachen, weil es ist ja einfach so. Ne? Solange er halt bei den Fakten bleibt, ist alles gut, dann kann er auch 30 Videos machen. Abschluss sein, weil wenn ABK jetzt wieder ein Video macht, dann theoretisch muss er natürlich für seine Community nicht, aber theoretisch müsste er auf jeden einzelnen Punkt halt eingehen, den ich da gebracht habe. Wenn er sich jetzt wieder 2 Punkte aus dem 50-Minuten-Video rausholt, ist das eigentlich ziemlich wack. Und ich denke auch, dass er da keinen Bock drauf hat. Man sieht ja auch, oder finde ich zumindest... Also ich glaube übrigens safe, dass ABK noch so ein richtig krasses Video gegen mich machen wird. Also, wo er irgendwie nochmal so alles mit reinnimmt. So ein 20-30-Minuten-Video könnte ich mir vorstellen auf jeden Fall.
Oder er hat da keine Lust drauf, das kann natürlich auch sein, aber das sind die Optionen, ja oder nein. In den Vlogs und so weiter, ne, hat jetzt zum Beispiel gestern wieder einen hochgeladen, ne, wo ich dann 20 Minuten in der Ammo-Box gechillt habe, weil ich dachte, okay, jetzt zerstört er mich richtig. Nein, aber auf jeden Fall habe ich den Vlog halt gesehen gehabt, zumindest zum Teil, und muss sagen, weiß nicht, da wirkt er halt auch frischer, unterhaltender und so weiter. Und weiß nicht, ich glaube, der merke ich das auch falsch oder so, hat, glaube ich, auch keinen Bock darauf, dass quasi der ganze Content halt nur noch aus KuchenTV besteht. Und ich sehe da halt keinen Sinn mehr drin, irgendwie halt immer weiter drauf zu hauen, wenn es gar nicht mehr darum geht, ein bisschen zu argumentieren, ein bisschen Haha-Hi, ein bisschen Lachkick, ja, ein bisschen das, was der andere sagt, zu gegenargumentieren, sondern es, wie gesagt, halt nur noch darum geht, halt die anderen zu schaden. So, und wie gesagt, zu diesem Video, um darauf zurückzukommen, da haben auch viele Leute selbst aus meiner Community geschrieben, ey Digga, so ganz ehrlich, es reicht doch langsam. Und das ist halt nicht nur eine Person, die das geschrieben hat, sondern sehr viele. Die haben halt gesagt, ey, weder du noch ABK verkaufen sich hier gut. Hört doch einfach auf damit. Ihr habt euch jetzt ein Jahr gestritten. So, und es ist ja tatsächlich... Das ist echt eigentlich krass, ne? Ich glaube, es gibt keinen Beef auf YouTube, der wirklich auch mit so vielen Videos ausgetragen wurde, der so lange ging. Also ich glaube, das erste Video kam von mir, glaube ich, auf das Video zu Carina von ABK, glaube ich. Das war, glaube ich, das erste. Habe ich Mimi gesagt? Na, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und das war vor einem Jahr. Das war irgendwann im Dings. Ich weiß doch, dass wir letztes Jahr, waren wir auch zu Weihnachten halt irgendwann bei Ginas Eltern unterwegs. Und da habe ich sogar ABK so geschrieben, yo, ich habe gehört, du willst ein Video gegen mich machen. Drop das mal bitte dann und dann, weil dann kann ich direkt eine Antwort droppen. Habe ich auf jeden Fall gefeiert. Tatsächlich so. Also unser Beef hat ungefähr genau jetzt vor einem Jahr angefangen. Da kam nämlich mein Video zu seinem Carina und Red-Video raus. Also der jetzige Beef, den er meint. Der ursprüngliche Beef fing damals an, als ja, Danny the Greek Beef mit ABK hatte, weil Danny the Greek ihn kritisierte für ein McDonald's-Video. Da haben die wohl Essen verschwendet oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr, war für was absolut Belanglosem. Dann fing das an, dass Danny the Greek sich beschwert hatte, warum seine Kollegen wie ein KuchenTV und so, die waren ja alles Meinungsblogger, warum die ihn da nicht unterstützen. Und dann hat KuchenTV ein Video gemacht zu ABK. Da fing dieses Ping-Pong an zwischen den beiden, wo auch dieser Spruch dann fiel mit, du hast nur einen Realschulabschluss. Worauf ich dann Jan Kuchen Talks gemacht habe. Und also angefangen, ja, das stimmt, das hat mit Danny the Greek angefangen. Ich überlege gerade, wie das... Also ich weiß auf jeden Fall, dass Danny the Greek hat irgendwie bei der Schule von ABK damals angerufen und hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass der sogar seinen Platz da verloren hat. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Praktikumsplatz war oder so, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie weit er da war mit Studium und so weiter. Aber das weiß ich. Und ich habe dann, glaube ich, was habe ich denn für ein erstes Video gedroppt? Ich glaube, da ging es tatsächlich einfach darum, dass ABK bei der Schule rausgeflogen ist. Und da habe ich dann ja auch irgendwie so gesagt, naja gut, bei den Videos, die er macht, ist das halt irgendwo halt auch klar, dass er da halt solche Probleme bekommt. Und dann war es, glaube ich, so, dass ABK dann ein Video gegen mich gedroppt hat, wo er dann auch gesagt hat, ja, was interessiert mich das, wenn das ein Realschüler sagt? Und dann hat es, glaube ich, angefangen. Dann haben wir so 2-3 Videos gegeneinander gemacht, dann hat sich das ja hochgeschaukelt mit dieser tollen Falle, die ich ihm gestellt habe, mit dem Pedo-Ding. Dann war ja voll lange Ruhe. Dann war halt vor 2 Jahren jetzt die Sache mit dieser Festplatte, wo ABK nicht mal was gemacht hat dann. Dann waren wir eigentlich im Sommer letzten Jahres, also 2020, waren wir eigentlich sogar ziemlich cool miteinander. Und jetzt 2021 waren wir wieder voll im Beef. Das heißt, 2022 sind wir wieder Bros. Der immer weiter so eskaliert, dass wir immer wieder Videos gegeneinander gedroppt haben. Digga, stellt euch mal vor, irgendwann in so ein paar Jahren chill ich einfach mit ABK. Wie weird wäre das, wenn jetzt einfach neben mir ABK sitzen würde? Ich würde ihn küssen. Und ich muss ja einfach selber sagen, am Anfang, wie gesagt, war es lustig, jetzt halt nicht mehr. Und da haben meine Zuschauer halt auch schon recht. Und ich habe da ja, wie gesagt, auch schon überlegt. Und deswegen ja auch dieser Anfangsgrund. Es geht nur noch darum, den anderen zu triggern, fertig zu machen, richtig mies ins Private irgendwie reinzuhalten. Ja, erstmal den Bart während dem Video dingseln. Bruder, ich würde es auch gerne machen, aber... Welche krassen ich Infos zu droppen, damit der andere schlecht dasteht. Digga, was ist das so? Ja, also ich sehe da halt nicht den Sinn drin. So, und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich Angst habe, dass noch irgendwas veröffentlicht wird, weil jetzt Real Talk hat ABK wirklich alles von mir benutzt. Ja, alle Islam-Videos sind durch. Ja, der Streit mit meiner Freundin vor 4 Jahren sind durch. Ich weiß nicht, was er kämmt sich da echt den Bart einfach während der Reaction. Wie geil ist das denn? Feier ich. Auch kommen sollte, so, ne, das war's. Also da habe ich jetzt eigentlich nichts mehr zu befürchten. Jetzt habe ich einen Freifahrtschein. Ich sehe da aber auch keinen Sinn mehr drin, ne? Ja, das stimmt nicht ganz. Also ABK könnte noch so einiges benutzen. Ich für meinen Teil habe noch einiges auf dem Rechner drauf, was in Richtung ekelhafte Witze geht gegenüber kleinere Kinder. Da redet er über seine Erzieherzeit und wie er die Kinder anlocken würde. Und ihr wisst, so für mich... Boah, Digga, die Videos sind doch sogar noch bei mir online.
Oh, Digga, das ist. Also halt jetzt noch irgendwelche uralten Witze über Pädophilie halt rauszuholen. Also, das ist ja nicht, das ist ja kein neuer Punkt mehr, sondern mit neuem Punkt meine ich, keine Ahnung, noch irgendeinen Streit, irgendwelche krassen Informationen, dass ich meine Zuschauer abziehe oder whatever. Solche Sachen halt. Das meine ich damit und nicht irgendwelche alten Sachen, wo ich gesagt habe, ja, manchmal locke ich die Kinder mit einer Tigermaske auf Toilette. Hey Kinder, wollt ihr mal meinen Schwanz streicheln? Ja, toll, Digga, krasser Punkt. Auch hinter den Kulissen, also hinter YouTube, sehr viel mit dieser Thematik zu tun hat. Ich bin halt kein Freund davon, von solchen Witzen, weil die Sachen, die er da gerissen hat. Weil ich meine, das Ding ist halt auch, das war sogar mein Faktenvideo. Warte, ich will jetzt sogar gucken, ob das noch online ist. 25 Fakten über KuchenTV. Ja, das ist sogar einfach noch online so. Du tust so, als wenn das jetzt hier irgendein krasser Dings wäre. Digga, ist auch so ein schlechtes Video, ne? Wir gucken hier. Schlager, Hip-Hop, R&B und den ganzen anderen Mist. Ich habe einen Halbbruder. Also er hat keine Arme und keine Beine. Wir sind natürlich trotzdem Brüder. Ich habe... War das hier oder in dem 21 Fakten-Video? Ich glaube in dem hier, ne? Real Talk über KuchenTV? Hä? Wer ist denn Tamerlan Dulatov? Warum redet er über mich? Na ja, gut, gucken wir mal hier rein. Ich glaube, hier war das, ja, Mann. Warte, das war... hä? Ah, ich habe mal so Yu-Gi-Oh!-Karten selber gezeichnet. Meinung? Ja, aber das war hier safe in diesem Video. Wenn es darum geht, Videos zu scharisch. Bei FIFA. Und nach jedem Controller habe ich mich stolper und aus Versehen drei kleine Mädchen mit in mein Auto zu haben. Aber falls ihr kaputte Controller braucht, also ich habe noch welche. Mir passiert es öfter, dass ich stolper und aus Versehen drei kleine Mädchen mit in mein Auto ziehe. Irgendwie bin ich der Einzige, der so viel Pech hat. Ich bin auch der Einzige, der so viel Sex hat. Ich habe... Das ist schon hart, ey. Ach, schwarzer Humor. Okay, hier war das irgendwie nicht drin. Warte, und das war hier anscheinend schlecht. Da läuft das alles wieder wie geschmiert, obwohl das beim Sex sogar ein bisschen zu viel ist. Oh, ja, Tim, ja, ja, ja. Oh. Hä? Das war in einem von beiden? Ich habe ja nur zwei Faktenvideos. Ich bin kein echter Kuchen. Ah, hier. Ich will Erzieher oder Grundschullehrer werden und mache momentan mit FSJ in einer Kindertagesstätte. Wenn ich mal alleine mit den Kindern bin, dann locke ich diese meistens mit meiner Winnie-Pooh-Maske aufs Klo. Hallo Kinder, wollt ihr mal meinen Honig probieren? Das ist so unangenehm, ehrlich. Das war natürlich nur ein Witz, in Wahrheit benutze ich meine Tigermaske dafür. Hallo Kinder, wollt ihr mal meinen Schwanz streicheln? Ey, es ist so unangenehm, wirklich, es ist so fucking unangenehm, ey. Oh. Gott, Digga, vor allem, weißt du wie? Wie geht das eigentlich in meinen Kopf rein, dass ich in diesem Video sage, ja, ich habe übrigens Bock, so Kindergärtner oder Grundschullehrer zu werden. Und dann bringe ich direkt einen Satz später solche Jokes. Also was denke ich mir denn dabei, Digga? Das ist ja so dumm, dass ich mit solchen Jokes auf gar keinen Fall im Kindergarten oder als Erzieher arbeite. Digga, es ist unangenehm, wirklich, es ist so unangenehm. 2013 übrigens, ne, das ist auch schon, es ist sogar gerade, es hat gerade sein 8-Jähriges gehabt, Digga, krass. Nimm das runter, nö, ich nehme eigentlich nur Videos runter, wenn da wirklich so ultra krasse Aussagen drin sind, dass man die wirklich gar nicht halten kann. Ich meine, das ist halt offensichtlich ein Joke, findet man halt lustig oder nicht. Ich finde es heutzutage halt cringe, aber es gehört einfach zu meiner YouTube-Laufbahn halt dazu. Und da schürt ja auch kein Hass gegen irgendwelche Gruppen oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich das halt nicht schlimm, wenn das halt online ist. Na, es gibt ja halt viele Leute, die so jedes Video runternehmen, was die früher gedreht haben. Ich nehme aber wirklich nur die Sachen runter, wo ich wirklich sage, okay, hier ist eine gefährliche Meinung drin oder hier sind Dinge, die halt gar nicht fit gehen. Weil, ja, ich finde, es gehört zu meiner Laufbahn halt dazu. Ne? Ich habe diese Videos halt damals gemacht und das verstecke ich auch nicht. So. Ne, ich versuche halt eigentlich so gut wie alles halt online zu lassen, was halt irgendwie noch online haltbar ist halt, ne? Offensichtlich als Spaß gemeint waren, die gibt es wirklich. Und die Kinder, die darunter leiden, gibt es auch wirklich. Ich habe eine 18-Jährige kennengelernt, die schon seit Kindergartenalter darunter litt. Und da hast du gemerkt, die wird ihres Lebens nicht mehr glücklich. Also der hat in der Vergangenheit wirklich so viel Scheiße gebaut und dann wird sowas vielleicht wieder öffentlich gemacht. Das würde nur eklig werden, von daher ist das, was er hier macht, einfach die beste Lösung. Also der Content von mir ist auch... Ja, aber keine Ahnung, guck mal, da ist aber auch wieder so das Ding, also
ja, wenn man jetzt so anfängt, dann dürfte man aber auch keine Witze über gar nichts machen. So, natürlich ist Kindesmissbrauch schlimm. Und natürlich zerstört das Kinderleben. So, gar keine Frage. Das sagt ja auch niemand. Genauso dürfte man dann aber auch keine Witze über irgendwelche, keine Ahnung, über irgendwelche Unglücke machen, wo Leute gestorben sind. Weil da ist es ja das Gleiche. Die Familien werden auch nicht glücklich, wenn du einen Witz über 9-11 machst. So, die hängen da wahrscheinlich immer noch dran, dass bei so einem terroristischen Anschlag da irgendwer Familienmitglieder getötet hat. Oder dann dürftest du auch keine Witze über Bahnunglücke machen, über Flutkatastrophen, über irgendwelche Naturgewalten oder whatever. Weil überall sterben halt Leute so. Und ich will nicht sagen, dass man die Witze witzig finden muss, auf gar keinen Fall. Ja, ich find's heute jetzt rückblickend irgendwie halt lustig, in dem Sinne, dass es halt einfach so komplett übertrieben ist einfach. Ich würde solche Witze jetzt heute auch nicht mehr machen, das fühle ich halt selber nicht mehr, das so zu machen. Aber ich finde, man kann halt über alles und jeden Witze machen und das ist halt absolut in Ordnung, ne? Klar, es sollte irgendwo auch halt ein Witz halt drin sein. Das waren ja aber auch allgemeine Dinge, die jetzt nicht gegen jemanden persönlich halt gerichtet sind. Aber ich finde so diese Aussage, ja, aber die Leute, die darunter leiden, die leiden ja wirklich auch sehr krass darunter. Ja, okay, aber deswegen darf ich ja trotzdem Witze darüber machen, so. Doof, weil viel Gelb ist gerade, besteht auch zu einem gewissen Teil halt nur noch aus ABK, ABK-Videos hier, ABK-Videos da. Ja, das Ganze war am Anfang halt lustig, ist gut angekommen, bla bla bla. Aber ich merke jetzt auch selber, dass meine Zuschauer halt auch langsam einfach keine Lust mehr da drauf haben, weil im Endeffekt ist es immer das Gleiche. So, ABK sagt irgendwas, ich sag dann in meinem Video, nein, da hast du nicht alles gezeigt. Angenommen, ABK würde den Beef für beendet erklären. Ich weiß auch, wie du das meinst, alles gut. Würdest du dann aufhören, Videos über ihn zu machen? Erstmal ja, ich habe ja gesagt, ja, wenn er in 6-7 Monaten irgend so ein impfkritisches Video macht, dann halte ich natürlich wieder rein, aber ich sage nicht den Namen ABK, sondern tu dann so, als wenn das irgendwie anders gewesen wäre. Da hast du dich widersprochen, da hast du manipuliert, da hast du irgendwelche Dinge aus dem Zusammenhang gerissen, stell das halt richtig, dann kommt ABK mit was Neuem, dann wieder das Gleiche, dann geht er darauf halb ein, holt wieder was Neues raus und das Ganze ist so ein Hin und Her, was eigentlich wirklich niemanden irgendwas bringt und ich habe da auch langsam einfach keine Lust mehr drauf, also... Ich habe auch schon, bevor jetzt das mit meiner Bart-ASMR während der Kuchen-TV-Reaction Freundin und so gekommen ist, halt gemerkt, wenn ich jetzt wusste, ABK macht ein Video gegen mich, dachte ich mir schon so, oh, ich weiß nicht so. Weißt du, das Ding ist, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, da bin ich auch einfach so ein bisschen dickköpfig. Ich möchte unbedingt das letzte Wort haben. So, ich will jetzt nicht aufhören, während ABK ein Video offen hat und ich bin darauf gar nicht eingegangen. So, weil ich mir so denke, nein, ich muss das letzte Video haben. So, und ich glaube, wenn wir beide halt so sind, dann endet das halt nie, weil dann kein Video einfach so stehen gelassen wird. Ja, deswegen habe ich quasi für mich einfach entschieden, dass ich da einfach keine Lust mehr drauf habe und ja, das jetzt also quasi einfach beenden möchte. So, im Endeffekt, wenn ABK jetzt noch Videos gegen mich droppt, ist ja auch sein Recht, kann er ja auch machen, ist auch überhaupt kein Problem. Dann werde ich wahrscheinlich nur noch darauf reagieren und das Ganze dann auf KuchenTV Uncut 3 Wochen später hochladen, wenn es dann überprüft ist. Gerade dauert das wirklich bis zu 2 Wochen, es ist so lächerlich. Da werde ich halt noch drauf reagieren, will aber eigentlich jetzt auch wieder anfangen, mal vernünftigeren Content zu machen und man muss ja auch mal ganz offen so sagen, also ich muss meinen Kanal jetzt auch erstmal wieder aufbauen, ne, muss die Shitstorms jetzt erstmal, ne, da muss ja auch ein bisschen Zeit vergehen, ne, ich will wieder normalere Videos bringen und nicht so, ja, die ganze Zeit auch so ekelhaft irgendwie gegen ABK beefen oder whatever, ne, sehe ich ehrlich gesagt einfach keinen Sinn drin, das Excel Ganze halt Zocker, thanks for the 51 subs, man, thank you, bro. Weiterzumachen, weil ich glaube, wir haben jetzt in dem Jahr, habe ich wahrscheinlich so 14 Videos gemacht und er wahrscheinlich auch so 10. Also dadurch, dass er nicht so viele Videos bringt, wahrscheinlich jedes dritte Video ist über KuchenTV gegangen in diesem Jahr. Und ich weiß nicht, ansonsten finde ich seine Videos ja auch gar nicht mal so schlecht, habe ich ja auch gesagt. Ich habe ja auch auf KuchenTV Uncut gestern eine Reaction von ABK zu diesem Younes Amiri-Video hochgeladen, was er gemacht hat. Fand ich auch gut, Digga, sage ich auch ganz offen. Ein paar Jokes waren auf jeden Fall sehr lustig, man hat sich unterhalten gefühlt so. Und ich weiß nicht, deswegen sehe ich da noch weniger Sinn drin, eigentlich halt mitzumachen. Sag mal, bin ich einfach komplett dumm oder ist das für mich einfach nur krank? Er sagt, er reagiert weiterhin auf ABK. Er sagt, er hat keinen Bock auf Beef mit ABK. Das Einzige, was er machen wird, ist einfach auf ABK-Videos reagieren und sie auf seinem Uncut-Kanal hochladen. Aber es laufen noch Anzeigen gegen ABK. Und er sagt, wenn dieser Beef weiterlaufen würde, würde er die halt zur Anzeige bringen, seinem Anwalt überreichen. Hä? Ich habe tatsächlich... Hä? Was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Mit 2-3 Leuten halt über diese ganze Beef. Also er sagt jetzt, wie der Stand ist, aber sagt da nichts weiter, sondern sagt dann so, ja. Hä? Ja, und jetzt? Sache geredet und die meinten auch so, ey, Digga, Real Talk, wenn ihr nicht diesen Beef gehabt hättet und alles, wärt ihr privat, glaube ich, mega gut zusammen ausgekommen. Und das ist tatsächlich so, wir haben ja ein bisschen geschrieben so. Und ich habe auch ein bisschen die Privatnachrichten geguckt, weil ich auch 1-2 Sachen damit eingebaut habe in meinem Video.
was wir da für Jokes gebracht haben und so weiter. Es war schon eine krasse Zeit, also die 3 Tage, wo das so war. Nein, aber wie gesagt, ja, sehe ich deswegen einfach keinen Sinn mehr drin, das Ganze halt weiterzumachen und... Nein, die wären privat nie ausgekommen. Wobei ich halt sagen muss, ich kenne beide nicht privat, also so wirklich. Und trotzdem sage ich euch, die wären privat nicht ausgekommen. Die beiden sind so unterschiedlich zueinander, so wie ich unterschiedlich zu ihm oder ABK bin. Ja, da kann man, diese Leute kann man nicht zusammenführen. So, das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Die haben beide eine komplett unterschiedliche Mentalität. Die sehen alles komplett anders. Ja, hast du jetzt nicht falsch rüberkommen, aber auch ABK hat im Endeffekt... Ja, also ich glaube nicht, dass ich und ABK so Best Friends werden, aber wir haben ja, wie gesagt, halt schon auch ein bisschen geschrieben gehabt, auch zu der Zeit, wo wir das Kaffee und Kuchen uns so drehen wollten. Und ich fand schon, dass wir da tatsächlich eigentlich uns relativ gut connected haben. Also auch so joke-mäßig und so weiter. Und wir kennen ja auch ein paar Leute, die wir beide kennen. Also zum Beispiel auch Miguel Pablo hat auch gesagt, ey, ihr würdet privat, würdet ihr halt so krass connecten. Und das sagen halt viele. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, Unge hat das sogar auch gesagt, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Bart Simpsons, dankeschön. Digga, was ist denn gerade los, dass hier so viele Subs verschenkt werden? Digga, beste Community, danke dafür. Wer einen Sub geschenkt bekommt, muss auch wieder einen schenken, okay? Das heißt, das endet nie. Und ja, deswegen, weiß ich nicht. Also ich habe, also das ist jetzt auch keine Aufforderung zum Kuss an ABK oder so, aber ich glaube schon tatsächlich, wenn man sich wirklich so anders kennengelernt hätte, wenn die Umstände anders gewesen wären, so glaube ich halt safe, dass das auch anders gelaufen wäre. Steckt halt eigentlich nichts mehr davon, jetzt weiter Videos zu machen. Ja, vor allem, ich kenne die beiden nicht, aber die werden nie miteinander klarkommen. Nee, das geht nicht, das läuft nicht. So, es ist ja gerade einfach so, gebe ich auch zu, ich schicke die an meinen Anwalt, der geht jede Textzeile durch, guckt, was falsch ist und mahnt das halt ab, so, ne? Und er will den Beef beenden. Er will quasi Frieden schließen mit ABK. Er hat da gar keinen Bock mehr drauf. Es ist ja nicht so, dass ABK am Boden liegt und seine Karriere gar zerstört ist. Dass er verzweifelt dann sagt, oh ja, danke, ich nehme dieses Friedensangebot an, nachdem du die Ehre meines Cousins, der verstorben ist, in den Dreck gezogen hast. Dem du so oft versucht hast, mich zu zerstören. Aber finde ich mega stark von dir, dass du ja, jetzt... Ja, ich habe mega versucht, ihn zu zerstören, indem ich ihn einfach ganz normal gegenargumentiert habe. Du kommst, wo du dabei bist, alles zu verlieren, was du hast... Und nur damit du dieses, was du hast, was dir am wichtigsten ist, das Geld und die Klicks und deine Abonnenten, noch retten kannst, reichst du mir die Hand, damit ich dich nicht weiterhin zerstöre. So, das kommt für mich so... Ja, guck mal, auch das stimmt halt einfach nicht so. Ich habe ja auch im Video gesagt, so, ABK hat jetzt halt alles gedroppt. Ich hätte das Video nicht machen müssen, dass der Beef für mich beendet ist. So, ich hätte das einfach genauso weiterlaufen lassen können. Ich bin jetzt tatsächlich, also sehe ich zumindest so jetzt auch eigentlich nicht mehr... in der Position, auch wenn das halt öffentlich natürlich eine andere Meinung ist, aber so gesehen bin ich gerade nicht in der Position, dass ich mich ja halt großartig verteidigen muss, weil ich ja mit diesem Video über ABK, was ich gemacht habe, egal was für ein Video droppt, ich kann immer sagen, nein, geh jetzt auf meine Punkte ein. Sonst antworte ich nicht mehr drauf. So, und dann würde sich das halt auch verlaufen. Deswegen ist da, also habe ich ja auch gesagt, halt, ne, müsste theoretisch halt, ne, für die Leute ist es natürlich egal, aber theoretisch, wenn so ein Video kommt, ja auch auf jeden Punkt eingehen, das würde er nicht machen. Und aus dem Grund ist das halt, es ist für mich halt einfach beendet und ich behalte damit ja auch keine Zuschauer oder whatever, weil ich hätte dieses Video auch nicht drehen müssen. Ich hätte auch einfach das in einem Stream sagen können oder ich hätte auch gar nichts dazu sagen können. Die Leute hätten ja gesehen, dass kein Video mehr über ABK kommt. So, das wäre genau das Gleiche gewesen. So, aber es ist ja einfach halt genau so, wie ich halt sage, es geht eigentlich nur noch darum, den anderen halt so krass abzufacken, wie es halt geht. So, und ja, ABK versucht halt öffentlich meinen Ruf zu zerstören und mich fertig zu machen und ich zerstöre ihn halt rechtlich mit den Grundlagen, die ich halt habe. Ich verstehe nicht, warum das eine halt peinlich ist, das andere nicht. Also. Voll komisch rüber, dass er dann in so einem Video, er ist derjenige, der darauf angewiesen ist, dass dieser Beef beendet wird. Ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist in letzter Zeit. Ich bin auch nicht darauf angewiesen, Digga. So, nehmen wir mal an, ABK würde jetzt auch ein Video gegen mich droppen. Dann reagiere ich halt drauf, lade das halt hoch und gut ist. So, das Ding ist, dass ich für die Zuschauer von ABK sowieso unten durch bin. So, da ändert sich halt nichts mehr. So, die Rollen sind jetzt klar verteilt. Es wird halt niemand mehr kommen, der jetzt großartig seine Meinung wechselt. Ich denke mal, die Fronten sind jetzt halt einfach quasi gegeben, so, es ist vorbei. Da hätte ich das Video halt nicht machen müssen, so. Das macht gar keinen Sinn, so, aber ich kann doch trotzdem einfach sagen, wie halt der Stand ist und wie das aussah und wie das aussehen wird. Letzter Zeit, ich sag euch ganz ehrlich, bis vor ein paar Wochen, bis zu dem Heul-Statement, so das ganze Jahr über, hat er eigentlich ziemlich stabile Videos rausgebracht. Ich konnte ihm in den meisten Punkten zustimmen. Was ist passiert? Warum macht er das? Warum? Ich möchte YouTube 2022 nochmal im Hardcore-Modus durchspielen. Warum reitet er sich immer weiter in die Scheiße? Und selbst das Video finde ich jetzt mittlerweile richtig schwach durch diese Aussagen, die er tätigt. Der Anfang war gut, der Sinn dahinter, den finde ich auch gut. Aber was jetzt gerade wieder passiert, was er jetzt gerade wieder reißt, dieses sich auf Krampf verteidigen zu wollen, rechtfertigen zu wollen und um Gottes Willen nicht als Verlierer dazustehen, das verstehe ich nicht.
Weiß ich nicht. Ja, können wir natürlich gerne machen. Ich kriege ja dann vielleicht Geld dafür oder auch nicht. Kommt natürlich darauf an, ne, was später vielleicht ein Richter sagt. Aber es ist halt unnötig so. Ja, und weiß ich nicht. Deswegen ist es, glaube ich, das Beste, das halt einfach laufen zu lassen. Ja, quasi, das ist so das auf jeden Fall, was ich halt sagen wollte. Das Ding ist, was ich aber trotz allem immer noch mega feiern würde und worauf ich halt immer noch Bock hätte, wäre safe immer noch das Kaffee und Kuchen. So, das Angebot steht auf jeden Fall immer noch. Ja. Ich bin mal kurz weg, Leute. Jetzt ohne Scheiß. Ich glaube, er trollt uns. Ich glaube, in 2 Tagen, also kurz vor Silvester, wird er ein Video droppen, wo er das alles auflösen wird und uns zeigt, wie leicht wir eigentlich auf so etwas reinfallen. KuchenTV möchte das in einem öffentlichen Gespräch klären. Das muss ein Troll sein. Will einen Kaffee und Kuchen, obwohl er einen Satz davor noch sagt, ich zeig dich an für jedes Video, was du gegen mich droppst. Was aber das habe ich so erstmal ja auch gar nicht gesagt, sondern natürlich lasse ich die Sachen halt checken, weil ich darauf einfach keine Lust mehr habe. Und irgendwann hat er halt genug Lügen erzählt. Gerechtfertigt wäre, wenn ABK solche Videos droppen würde, nach allem, was jetzt passiert ist. Erstens. Zweitens läuft immer noch Anzeige von Gina gegen ABK plus die Anzeige von KuchenTV gegen ABK. Es gibt keine Anzeigen. ABK, ich weiß ja nicht, wie viele er gestellt hat, wie viele Anzeigen bis jetzt. Die laufen alle noch. Viertens, was noch viel, viel schlimmer. Ja, vor allem, das verstehe ich auch nicht. Warum sollte ich denn die Anzeigen, also ist eine Abmahnung erstmal, keine Anzeigen, wir sind nicht zur Polizei gelaufen oder so. Aus welchem Grund sollte ich die zurückziehen? Nehmen wir zum Beispiel einfach mal die Gina-Sache. ABK hat öffentlich in einem Video meine Freundin in Grund und Boden beleidigt. ABK wurde dafür abgemahnt. Warum sollten wir das jetzt zurückziehen? Selbst wenn ich sage, der Beef ist beendet, dass ich da halt nicht weiter öffentlich halt irgendwie Videos oder sonst irgendwas zu machen möchte, ist es doch trotzdem unser Recht, da weiter gegen vorzugehen. Denn er hat meine Freundin ja beleidigt, das ist ja immer noch da. So, er hat sich ja auch nicht dafür entschuldigt, sich nicht gerade gemacht. Ich glaube sogar, das Video ist noch online. Deswegen kriegt er jetzt auch ein Ordnungsgeld reingedrückt. Warum sollte man das jetzt plötzlich zurückziehen? Also ich verstehe das halt nicht so ganz. So, ich check das halt nicht. So, oder auch zum Beispiel meine Sachen, so die Videos, wo er diese Sachen gedroppt hat, sind ja immer noch online. Er hat sich nicht dafür gerade gemacht, er hat sich nicht entschuldigt. So, es ist ja auch nicht so, dass der Beef jetzt schon beendet ist, weil ich habe nur gesagt, ja, okay, lass einfach gut sein. Man weiß ja gar nicht, was ABK macht. Der hat sich ja nie irgendwo dazu geäußert oder whatever. Man weiß ja nicht, kommt noch ein Video, kommt kein Video, whatever. Also warum sollte ich das denn jetzt machen? Das macht ja gar keinen Sinn. So, wenn man sich jetzt mit ABK mega krass aussprechen würde zum Beispiel, so, ne, wenn wir jetzt privat uns auch treffen ohne Kaffee und Kuchen und wir halt über alles halt richtig krass reden und so weiter, ja, okay, dann gibt's vielleicht tatsächlich die Möglichkeit, dass man sagt, ey, okay, komm, ich sage jetzt einfach mal irgendwas, keine Ahnung, wir nehmen die Videos offline, ne, wir haben das geklärt, alles cool, dafür ziehe ich die Anzeigen zurück zum Beispiel, solche Sachen so. Aber ich habe ja einfach nur bisher gesagt, ey, der Beef ist für mich zu Ende, weil es bringt einfach nichts mehr, es bringt ja auch nichts mehr. So, was bringt es denn noch großartig, jetzt da weiter irgendwie Videos zuzumachen? So, es ist halt rumgekommen. Ja, wir können uns gegenseitig nicht leiden. Schön. So, und das macht keinen Sinn mehr. Aber deswegen muss ich doch nicht das, was im Hintergrund läuft, was wegen anderen Sachen vor allem läuft, jetzt auch einfach einen Cut machen. Ist viel, viel schlimmer. Die Sache mit dem Cousin von ABK. Ja, er hat sich entschuldigt. Er hat trotzdem die Scheiße gebaut. Glaubt ihr, ABK würde sich jetzt, im jetzigen Moment, mit KuchenTV zusammensetzen in einem Kaffee und Kuchen? Glaubt er wirklich, dass ABK so ehrenlos ist? Digga, das würde er so oder so nicht machen. Selbst in 3 Jahren würde er sich nicht in Kaffee und Kuchen setzen. Trotzdem kann ich ihm doch das Angebot machen. Ich kann doch trotzdem einfach sagen, ey, ganz ehrlich, so, weiß nicht, von mir aus das Angebot steht nur, wir können es halt drehen. Ich sag doch nicht, dass er das machen muss. Nach allem, was KuchenTV jetzt gerissen hat im letzten Jahr, ich raff das gerade nicht. Je länger das Video geht, desto schlechter wird es. Wie gesagt, das muss nicht auf meinem Kanal kommen, das kannst du einfach hochladen. Du musst mich auch nicht verlinken oder whatever. Ich verstehe nicht, was Mastak da will, um ehrlich zu sein. Also, war so, das ist komplett. Ich mache ein ganz normales Angebot, es ist ja nicht so, dass ich sage, nein, du musst das jetzt machen. So, ich habe einfach nur gesagt, ey Bro, ne, wenn du Bock hast, so Angebot egal, steht. Einfach, dass man quasi, ja, vielleicht so als Abschluss oder so, whatever, du kannst da noch raushauen, was du raushauen möchtest und dann macht man nochmal so ein Interview. Ja, ich meine, weil der nur für dich auf YouTube zu Ende sein soll. Naja, wie gesagt, die ganzen Aussagen, worum es halt geht, weswegen ja die Abmahnungen laufen, sind ja zum Beispiel auch immer noch online. Also ich verstehe halt nicht, warum ich das halt zurückziehen soll. Und ja, es ist ein Unterschied, ob der Beef halt auf YouTube weiterläuft und man weiter 10 Videos macht oder man halt noch zum Beispiel Abmahnungen laufen hat, die sich ja auch aus anderen Gründen in die Länge ziehen. Also ist ja nicht meine Schuld, dass das halt noch läuft, sondern es wird einfach nicht geantwortet.
So. Jetzt hast du ja auch Dinge gegen mich in der Hand. Ja, aber was soll das denn für ein Abschluss sein? Das Einzige, was ABK, wenn ich er wäre und wenn ich zum Kaffee und Kuchen gehen würde, wäre die erste Frage, die ich stelle. Ja, sag mal, KuchenTV, hast du Gina geschlagen oder hat Gina gelogen? Ja, wo ich gerade schlecht dastehe, so, das heißt, es wäre ja nicht mehr so wie vor einem halben Jahr, wo man dann sagt, ja, hier Verschwörungstheoretiker, da unfundiertes Video, ne, sondern jetzt gerade stehe ich ja eher an der Kritik. Das heißt, du hast eher die Punkte, die du auf jeden Fall droppen kannst und die krass sind. Und biete ich dir auf jeden Fall immer noch an. Die 10.000 dafür natürlich nicht mehr, die sind gestrichen, sondern das Haus für deine Mutter kannst du auch vergessen. So, aber... Das ganze Video, Digga. Ja, das wäre theoretisch auf jeden Fall die Möglichkeit. Und ja, was kann ich ansonsten sagen? Ja, Boxkampf mit ABK wäre schon lustig auf jeden Fall, sag ich euch. Ja, sehr hart, ich habe ja schon gesagt, habe mich sehr unsouverän verhalten. Ja, und merke halt auch selber so, dass dieser ganze Beef ist auch für mich selber so vor meinem Kopf her einfach so ein bisschen explodiert. Also ich habe noch... Ich denke auch mal, dass das seriöse Quellen sind, halt private Infos über ABK, und ABK hat wahrscheinlich auch private Infos über mich, irgendwas von irgendwelchen Leuten, die mich jetzt nicht mehr mögen. Ja, und das ist halt immer so eklig bei Beefs, das ist so eklig, und daran seht ihr einfach mal wieder, wie viele... Was schätzt du, wie viel er wiegt? ABK? Ich weiß halt nicht, wie groß der ist, ne, aber so 100? Eisenbesitzer es da draußen gibt. Ne, ABK hat genau das gleiche, wo ich auch Sachen zugeschickt bekommen habe. Diese Infos, ich habe so viele Infos immer gekriegt zu meinen Beef-Gegnern. Wollt ihr mich eigentlich verarschen, habe ich mir gedacht. Im Endeffekt merkt ihr aber an dieser Situation, wie eklig Menschen sind. Die sehen, ihr habt Erfolg, die sehen, bei euch läuft. Der Neid in denen drin wächst und wächst und wächst. Warum? Weil die selber nichts erreicht haben. Das liegt aber nicht daran, dass ein KuchenTV oder ein ABK oder irgendein anderer da draußen mehr Glück hatte als ihr. Nein, die haben sich einfach mehr den Arsch aufgerissen. Und indem die dann versuchen, diese Leute, die sie privat kennen, in die Scheiße zu reiten, fühlen die sich dann besser. Das gibt deren minderwertigem Leben einen gewissen Reiz. Das macht das Ganze ein wenig mehr lebenswert. Ja, also das gibt's auf jeden Fall auch. Ich denke aber auch mal, es gibt einfach Leute, die einen einfach nicht mögen. Das muss jetzt nicht wegen dem Erfolg sein. Und die sich dann so denken, ey, hier hast du alle möglichen privaten Infos über Person XY. Dabei halt, checken die nicht, dass es denen rein gar nichts bringt und sie sich damit selber noch tiefer ins Elend reinstürzen. So widerlich sind diese Menschen. Ich würde sowas halt nicht liegen, ne? Weil das sind halt Dinge, die auch teilweise mit seinem Studium zu tun haben, wo ich mir auch so denke, weiß ich, das hat nichts richtig damit so zu tun, das ist einfach scheiße. Und da habe selbst ich dann irgendwann so überlegt, ey, ganz ehrlich, ABK hat es doch eigentlich verdient. So. Und alleine, dass man so diesen Gedanken schon hat, schon wieder irgendeine Scheiße zu liegen oder so, zeigt für mich, dass ich hier einfach einen Schlussstrich ziehen muss. Ja, Gott sei Dank, das hätte echt passieren können. Das ist die erste gute Aussage, die ihr hier wirklich tätigt, die ich auch richtig stark finde. So eine Kacke wird im Endeffekt nur ekliger und ekliger. Und dass ich da einfach keine Lust mehr drauf habe. So, deswegen ist für mich die Sache jetzt eigentlich halt beendet. Gibt sonst eigentlich auch nicht mehr so viel zu sagen. Vielleicht könnt ihr das Ganze nachvollziehen. Vielleicht sagt ihr auch, nein, Tim, du musst da weiter draufhalten. Wie gesagt, habe ich keine Lust mehr drauf. Ne? Hä? Wer würde ankommen und sagen, nein, Tim, du musst da weiter draufhalten? Wer? Naja, es gibt immer noch Leute, die das sehr unterhaltsam finden. Ne? Vielleicht also sein inneres Ich, aber sonst würde doch kein normal denkender Mensch kommen und sagen, ey, du musst jetzt weitermachen, jetzt gerade hast du so ein krasses Standing in der Szene, du wirst ihn auseinandernehmen. Nein, Alter, das Beste, was du machen kannst, ist einfach das, was ich in meiner ersten Reaktion gesagt habe. Das war sogar gut und nett gemeint. Dir zuliebe, deiner Familie zuliebe, vor allem deinen Sohn zuliebe. Pack deine Familie und geh mit denen einfach 2 Wochen weg. Haltet euch 2 komplette Wochen weg vom Internet, komm wieder und dann wirst du sehen, es ist schon teilweise Gras drüber gewachsen. Es wird kein... Digga, es ist jetzt schon Gras drüber gewachsen. ...mehr jucken. Also. Aber solange du weiterhin aktiv bleibst, bleibt es bei den Leuten haften im Kopf. Gucken vielleicht in 6 Monaten. Ja, es ist vollkommen egal, ob ich Videos mache oder nicht. Die Sachen sind sowieso früher oder später halt geklärt. Nein. Okay, das hast du jetzt also zu entscheiden. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich sehe das zum Beispiel an Bewertungen, Kommentaren, Nachrichten, aber gut, 3 Leute im Chat hier wissen, wie es läuft und was für Nachrichten ich kriege und so weiter. Sorry, habe ich ganz vergessen. So, das Ding ist, es ist jetzt schon halt deutlich weniger als vorher. Und es ist auch egal, ob ich jetzt 1 Woche weg bin, 2 Wochen, 4 Wochen weg bin, so. Es ist vollkommen egal, weil das Ding ist einfach, das Internet vergisst halt früher oder später sowieso. Natürlich, wenn ich jetzt immer wieder drauf eingehe, ich meine, ich reacte jetzt ja auch eigentlich wieder drauf, das ist auch eigentlich nicht so klug, wenn man es jetzt wirklich komplett abschließen möchte, gebe ich auch zu, aber ich wollte da auf jeden Fall drauf reagieren, ne? So, das Internet vergisst so, und egal, ob ich Videos mache oder nicht, das Internet wird halt vergessen, und dadurch, wenn ich jetzt zum Beispiel auf KuchenTV wieder jetzt normale Videos mache, wie ich das halt ja auch jetzt halt schon tue, ne, dann interessiert das halt irgendwann niemanden mehr, ne? Die Bewertung von meinen Videos wird jetzt auch wieder langsam halt besser, weil die Leute halt sich ausgehatet haben, sag ich mal. Und da bringt es halt nichts. Also ob ich jetzt 2 Wochen weg bin oder nicht, das Ergebnis ist genau das gleiche. Nur erstmal, wir können auch nicht einfach 2 Wochen weg, weil meine
Freundin hat zum Beispiel auch Schule, Arbeit und so weiter. Und ich will auch nicht einfach 2 Wochen weg sein. Also ich will ja auch Videos machen, ich habe ja auch Bock drauf so. Und bin halt dabei. So, und warum sollte ich dann halt aufhören? Na, wenn ich dann vielleicht... Also deswegen verstehe ich halt den Punkt nicht. Es haben ja viele Leute gesagt, ja, das Beste ist, wenn du erstmal aufhörst. Aber das muss ich ja für mich entscheiden, wie krass mich die Situation halt mitnimmt oder nicht. So, und ich kann euch sagen, ich sitze hier ganz normal, ich streame ganz normal. Ich meine, teilweise kommen ja auch schon viele komische Nachrichten auf jeden Fall rein, die Mods halt wegsperren. Das stört mich ja nicht so. Ich streame ja genauso viel wie vorher, weil es mich halt nicht juckt. So, ich hatte auch Tage, da waren meine ganzen DMs voll mit Beleidigung. Ja, okay, dann löscht man die halt weg und gut ist. So, und weiß ich nicht, deswegen fühle ich das immer nicht zu sagen, ja, du musst jetzt aber aufhören, weil man das, weil die Person das immer für sich ausmachen sollte, wie gut sie mit der Sache klarkommt. Und das ist ja auch nicht mein erster Shitstorm. Vielleicht wieder meinen alten Kanal hergestellt habe, ne, dann, ja, hauen wir vielleicht wieder rein, wenn er dann ein Video macht über Upred. Neuestes Video hat, glaube ich, 79% Likes. Mimi oder whatever, aber ansonsten halte ich mich da, glaube ich, auf jeden Fall erstmal bedeckt. Ich glaube, Alter, der sagt gerade indirekt, oder raff ich das einfach nur falsch? Wenn ich meinen alten Kanal hergestellt habe, ne, dann, ja, hauen wir vielleicht wieder rein, wenn er dann ein Video macht über Upred und Mimi oder whatever, aber ansonsten halte ich mich da, glaube ich, auf jeden Fall. Das war ja so als Joke gemeint, so, weil das ja quasi der Anfang von unserem Beef gewesen ist. Ja, okay, ist nicht rübergekommen, gebe ich schon zu. Erstmal bedeckt, ich glaube. Alter, der sagt gerade indirekt, oder raff ich das einfach nur falsch, oder will ich das nur negativ auffassen? Der sagt gerade indirekt, wenn mein Kanal wieder gut läuft und ich wieder die krasse Kredibilität habe, die ich vor ein paar Monaten hatte, wo ich ABK auseinandergenommen habe, ja, dann fängt's wieder an. Aber jetzt, wo Kacke läuft, lass uns mal Frieden haben. Hä? Scheiße, Mann. Ja, wie gesagt, weil Joke gemeint, aber ja, check ich auch selber, kam halt nicht so wirklich rüber. Glaub ich sehe alles zu negativ. Vielleicht meint er das gar nicht so. Ihr könnt mich ja aufklären in den Kommentaren. Glaube ich, sollte auch gerade erstmal ein bisschen ruhiger fahren. Ich muss mich jetzt erstmal selber sammeln quasi. Und ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch dann einen wunderschönen Dienstag. Genießt auf jeden Fall die Feiertage, falls ihr jetzt noch frei habt. Und ansonsten sehen wir uns dieses Jahr sogar noch einmal wieder, meine Freunde. Das Video fing sehr, sehr stark an. Was heißt sehr, sehr stark? Für seine Verhältnisse stark an. Und wurde... Hey, du hast am Anfang noch gesagt, du feierst meine Videos. Und jetzt sagst du, ja, für seine Verhältnisse fing es anfangs stark an. Wer, also was denn jetzt? Ne? Mit jeder Minute nur schlimmer. Und im Endeffekt hätte eine normale Entschuldigung, ohne Wenns und ohne Abers und einfach sich gerade zu machen, hätte er das alles weggelassen, sage ich euch, wie es ist. Es hätten viel, viel mehr Leute ein Auge zugedrückt und ihm verziehen, wie es jetzt der Fall ist. Naja, in diesem Sinne... Was hat das mit Auge zumachen zu tun, also... Könnt ihr mir ja wie immer eure Meinung und... Darnold hat sich einen Ford Ranger gekauft, habe ich auch vorhin gesehen. Wo wohnt er denn jetzt? Muss er nicht jetzt irgendwie auch bald aus seiner Wohnung raus? Aus seinem Kommentare Haus? Reinschreiben, was haltet ihr von der ganzen Situation? Findet ihr die Entschuldigung? Also es ist ja nicht mal eine Entschuldigung. Findet ihr die Tatsache, dass er den Beef beenden will, gut? Ja, ich finde ihn gut, aber alles drumherum ja. Fand ich jetzt nicht mehr so nice. Ja, naja, was soll ich dazu sagen? Also, kann man eigentlich nicht viel sagen. Ich glaube, ich habe jetzt während der Reaction schon genug geredet. Aber so schlimm fand ich das Video nicht. Also Leute haben halt gesagt, das Video jetzt richtig kack. Naja, weiß ich nicht.